Im Anfang schuf Gott die Welt. Milliarden Jahre waren vergangen, seit unsere Sonne und die Erde entstanden. Millionen Jahre, seit Leben sich regte auf der Erde und der Mensch ins Dasein trat. Viele Tausende von Jahren, seit Stämme, Völker und Kulturen sich bildeten. 2015 Jahre seit Abrahams Geburt. 1510 Jahre seit Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt. 1032 Jahre seit der Salbung des David zum König. In der 65. Jahrwoche nach Daniels Weissagung, in der 194. Olympiade, 752 Jahre nach der Gründung Roms, im 42. Jahr der Regierung des Octavianus Augustus, da Friede war in der ganzen Welt. Da wollte Jesus Christus, ewiger Gott und Sohn des ewigen Vaters, die Welt durch seine rettende Ankunft heiligen. Er war empfangen vom Heiligen Geist, und nach 9 Monaten wurde er zu Bethlehem im Lande Juda aus Maria, der Jungfrau, geboren. Wir feiern die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Kommt, wir beten ihn an.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Kinder, liebe Schwestern, Brüder, liebe Mitchristen, ganz herzlich begrüße ich euch alle zu dieser heiligen Messe am Heiligen Abend. Besonders begrüße ich unsere Mitchristen, die durch diesen Livestream an unserer Feier teilnehmen. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. So werden wir es nachher in der Lesung hören. Schon im Advent sind viele Lichter der Hoffnung entzündet worden. Jeden Sonntag im Advent brannte eine Kerze mehr, zum Zeichen der Erwartung auf Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe, der unendlichen Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott hat sich ganz klein gemacht, um uns nahe zu sein. Nicht als Königssohn ist er gekommen, sondern das Letzte hat er sich ausgesucht, den untersten Platz, in den Stall, mitten hinein, in den Mist unseres Lebens ist er gekommen, um uns im Boot zu heben. Gott wird ein Menschenkind, damit die Menschen Gottes Kinder werden können. Ja, Gott wird Mensch, ein Mensch wie du und ich. Ein Gott, der uns anschaut mit den Augen eines Menschen. Ein Gott, der zu uns spricht mit der Stimme eines Menschen. Und ein Gott, der uns in Liebe begegnet. In dieser Feier sind wir alle eingeladen, Jesus Christus zu begegnen. Wir sind eingeladen, auf seine Menschwerdung zu schauen, ihn mit unseren Gebeten anzusprechen und ihn mit unseren Liedern zu loben. Im Blick auf dieses Kind darf unser Herz weit werden und sich freuen über die Menschenfreundlichkeit Gottes. Wir wollen einen Augenblick innehalten und still werden, um diese Wahrheit neu zu bedenken und Gott um sein Erbarmen zu bitten. Wir singen jetzt Kyrie. Herr Jesus, du Sohn des ewigen Vaters, Frau Maria, Kyrie eleison, du Wort, das Fleisch geworden in unserer Mitte, Christe eleison, du Licht in unserem Dunkel erschienen, Christe. Der Armen und Kranken. Kyrie eleison. Du Retter aus Tod und Sünde. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme dich unser. Erlasse unsere Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Bitte nehmen Sie Platz. Erste Lesung aus dem Buch Jesaja. Um Zions Willen werde ich nicht schweigen,
um Jerusalems Willen nicht still sein. Bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie eine brennende Fackel. Dann sehen die Nationen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Kopfschmuck in der Hand deines Gottes. Nicht länger nennt man dich Verlassener und dein Land nicht mehr Verwüstung, sondern du wirst heißen: Ich habe Gefallen an dir. Und dein Land wird Vermählte genannt. Denn der Herr hat an dir gefallen, und dein Land wird vermählt. Wie der junge Mann die Jungfrau in Besitz nimmt, so nehmen deine Söhne dich in Besitz. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Zweite Lesung aus der Apostelgeschichte. In der Synagoge von Antiochia in Pisidien stand Paulus auf und gab mit der Hand ein Zeichen und sagte: Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört! Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht im Land Ägypten. Er hat sie mit hoch erhobenem Arm von dort herausgeführt. Dann erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel, der Verheißung gemäß, Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Umkehr verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber siehe, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen ich nicht wert bin. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr sei dir. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, in die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten,
die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Kinder, liebe Schwestern, Brüder, heute ist Weihnachten, ein Tag, an dem unser Herr Jesus Christus Menschengestalt angenommen hat und von Maria in Bethlehem geboren wurde. Gottes unverdiente Vater- und Mutterliebe macht dies möglich. Der Apostel Paulus beschreibt die Geburt Jesu Christi so: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Heute, an Weihnachten, fragen wir uns: Warum ist Gott diesen Weg gegangen, vom Glanz der Herrlichkeit zur äußerten Armut in einem Stall und verachtet und verlassen am Kreuz zu sterben? Liebe Schwester und Bruder, darauf gibt es eine Antwort. Gott ist Mensch geworden, damit wir Menschen wirklich Menschen werden können. Gott ist Mensch geworden, liebe Schwester und Bruder, damit wir Menschen wirklich Menschen werden können. Nun sagen wir sind doch alle Menschen. Ja, das stimmt. Wir sind alle Menschen. Aber überlegen Sie einmal, wie viel Unmenschlichkeit es heute in unserer Welt gibt. Wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen oder die Nachrichten zu hören. Wie viele traurige Ereignisse erfahren wir jeden Tag? Schwestern und Brüder, manchmal sagen wir dann, das ist doch menschlich. Mit dem Wort menschlich entschuldigen wir oft viele Fehler, Schwächen und Grausamkeiten. Der tiefere Sinn in dem Menschwerden Gottes ist hier zu finden, liebe Schwester und Bruder. Gott ist Mensch geworden, damit wir in Jesus Christus einen Maßstab haben, an dem wir uns orientieren können, an dem wir ablesen können, wie Gott sich das Menschsein gedacht hat. Liebe Schwester und Bruder, in Jesus ist das sichtbar geworden, wie wir als Menschen leben wollen. In Jesus wurde die Menschenfreundlichkeit Gottes sichtbar. Jesus hat es nicht zugelassen, dass eine Ehebrecherin gesteinigt wurde.
hat die Kranken geheilt und den Notleidern geholfen, hat sogar den Menschen vergeben, die ihn gekreuzigt haben. Ja, Gott ist Mensch geworden, damit wir in dieser Weise Mensch werden können und menschlich miteinander umgehen. In der Bibel lesen wir, wir sind geschaffen als Ebenbild Gottes. Wenn wir im tiefsten Herzen spüren, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist, dann können wir unseren Mitmenschen nur mit Liebe und nicht mit Bosheit oder gar Gewalt begegnen. Wenn wir uns als Ebenbild Gottes verstehen, dann werden Not, Elend, Leid und Schmerz unserer Mitmenschen in uns Mitgefühl und Hilfsbereitschaft wecken. Wenn die Geburt Christi uns Menschen solche Ehrfurcht voreinander schenkt, dann kann eine Mutter ihr kleines Kind nicht der Gewalt ausliefern oder gar selbst umbringen. Dann kann ein ungeborenes Leben nicht getötet werden. Es ist ja Ebenbild Gottes. Darum ist der liebe Schwester und Bruder Jesus Mensch geworden, um uns unsere menschliche Würde wieder bewusst zu machen, damit wir unser Menschsein wieder neu schätzen und entdecken. Liebe Schwestern und Brüder, wir könnten fragen, wie wird man in dieser Weise Mensch? Eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier, der Besuch des Gottesdienstes zu Weihnachten, Geschenke und Bescherung sind nur eine Sache. Entscheidend aber ist, dass Christus in uns noch einmal geboren werden kann. Unser Herz soll ein Haus, ein neues Bethlehem werden, wo Christus Wohnung findet, wo wir die tiefe Freude erfahren, der Engel den Hirten verkündet hat: Seht, ich verkünde euch eine große Freude, die allen Menschen zuteil wird. Heute ist euch der Heiland geboren. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, wer Christus, dem vollkommenen Menschen, folgt, wird auch selbst der wahrer Mensch. Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, dann ist Weihnachten. Jedes Mal, wenn wir einem Menschen in Not helfen, Schwester und Bruder, dann ist Weihnachten. Jedes Mal, wenn zwei Menschen echte Liebe verschenken, dann ist Weihnachten. Da wird Liebe, Friede, Gerechtigkeit, Hoffnung und die Freude geboren. Da wird unser Herz ein neues Bethlehem, unsere Menschlichkeit zur Krippe. Amen.
Wir sprechen das große Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrer Gott, Zeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt auf Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er zieht zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und dass das Leben der Angehörigen. Gottes Sohn wird Mensch, einer von uns. Wir wenden uns an ihn mit unseren kleinen und großen Sorgen und beten. In der Sorge der Kirche, den Hunger der Menschen nach Brot, Gerechtigkeit und Liebe zu stillen. Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Im Ringen der Völker um einen gerechten und dauerhaften Frieden. Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Im Einsatz der Vereinten Nationen, das Elend der Flüchtlinge in vielen Ländern der Erde zu mildern. Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Im Bemühen vieler Menschen um eine wohnlichere Welt für Jung und Alt. Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. In der Bereitschaft der Menschen, sich für die Beachtung der Würde des Menschen einzusetzen. Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere lieben Toten, dass die Sonne der Freude ihnen leuchte. Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, Erlöser der Welt, du willst an unserer Seite sein, was auch immer geschieht. Hilf uns, dir die Ehre zu geben mit unserer kleinen Kraft. Dir sei Ruhm und Preis in Ewigkeit. Amen. Aus seiner Wohnung.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhabet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist das würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlöses lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, in der Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus,
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit den Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihren Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Stefan, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich all unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, vom allen Bösen und gefriere unseren Tagen. Komm zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll zuversichtlich das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Als Jesus Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Musik.
göttliches Kind, göttliches Kind, du der Gott seligen Väter verlangen, Zweig der Wurzel des Jesse entsprießt, lass dich mit inniger Liebe umfangen, sei uns mit herzlicher Freude sehr grüßt. Göttlicher Heiland der Christen, noch zwei Hinweise zum Kommunionausteilen, was jetzt erfolgt. Aufgrund der Corona-Bestimmung dürfen wir keine Mundkommunion austeilen und wir möchten Sie bitten, dass Sie am Platz stehen bleiben. Wir gehen durch die Reihen durch und kommen zu Ihnen. Sie brauchen nicht nach vorne kommen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja, ich bin nicht würdig, dass du angehst bist. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Der Leib Christi. Amen.
Noch einige Vermeldungen über die kommenden Gottesdienste in den kommenden Tagen. Morgen am ersten Weihnachtstag ist um 9.30 Uhr in Tür- und Obermendig-Festhochamt, um 11 Uhr in Kottenheim ebenfalls Festhochamt und um 18 Uhr hier in St. Cyriakus Niedermendig eine Vesper. Am zweiten Weihnachtstag um 9.30 Uhr Hochamt in Bell, um 11 Uhr in Ettringen und hier in Niedermendig mit Familiensegen, ebenfalls Hochamt. Montag, der 27. Dezember, ist um 18.30 Uhr in Tür eine Eucharistiefeier zum Patronatsfest. Nun zur Sternsinger-Aktion 2022. In Tür liegen Segensstreifen in der Pfarrkirche zur Mitnahme aus. In allen anderen Vereinen werden sie an die Haushalte verteilt und liegen zusätzlich in den Kirchen aus. Ab 21. Januar beginnen wir wieder mit den Werktagsmessen um 18 Uhr. Donnerstags einmal monatlich in Volkesfeld, freitags im wöchentlichen Wechsel mit anderen Pfarreien. Nähere Informationen dazu im Pfarrbrief und auf unserer Homepage, auf der Sie sich auch anmelden können. Eine Anmeldung ist erforderlich. Auch können Messbestellungen angenommen werden. Nach dem Schlusslied sind Sie noch dazu herzlich eingeladen, bei einem musikalischen Nachklang sitzen zu bleiben. Lasst uns beten. Herr unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlöses bitten wir dich. Gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende unserer festlichen Christmette möchte ich euch allen ein herzliches Dankeschön sagen. Ich bedanke mich bei allen unseren Mitchristen, die die Kirche so schön geschmückt und die Krippe aufgebaut haben und ganz besonders bei unserer Küsterin für die gute Vorbereitung und auch unserem Organist mit seinem Team für die schöne musikalische Gestaltung. Vielen lieben Dank und Gottes Segen. Und vielen lieben Dank, liebe Ministranten, der Lektorin, Kommunenhelferin und auch Messdiener und euch allen, die ihr gekommen seid, um an Weihnachten glaubend die Geburt des Herrn zu feiern. Und ich wünsche euch und euren Familien und allen, mit denen ihr verbunden seid, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Nicht nur für die ein paar Tage, sondern frohe Weihnachten für euer ganzes Leben. Der Herr sei mit euch. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Danke.